Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge der FIFA 21 Trainerkarriere mit dem Borussia Dortmund. Und in der letzten Folge haben wir ja den Supercup gegen den FC Bayern gewonnen und haben in der letzten Folge noch versucht, den guten Lukas Klostermann zu verpflichten. Da mussten sie sich aber Bedenkzeit nehmen für das Angebot und naja, wie es eigentlich sonst immer ist bei der Bedenkzeit, sie gehen auf ihr erstes Angebot wieder hoch. Deswegen müssen wir jetzt wieder verhandeln. 35. Und das lehnen sie ab. Müssen wir es halt nochmal probieren oder wir versuchen es bei einem anderen Spieler nochmal. So, und die andere Person, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ist Baku. Ich sehe nur als erste Position ist er leider rechtes Mittelfeld. Der kann zwar auch rechter Verteidiger spielen. Aber da hat er dann immer Minuspunkte. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ist. Wenn man auch die anderen Positionen kann, dass man dann immer Minuspunkte kriegt. Finde ich dämlich. Aber naja, ich habe ihn mir erstmal auf die Wunschliste gepackt. Können wir uns ja nochmal überlegen. Sonst können wir es ja hier so sortieren. Sonst könnten wir uns nochmal bei Azpilicueta nochmal versuchen. Also, was heißt nochmal versuchen? Uns mal ranwagen, aber der ist auch schon 30, deswegen. Interesse an Boateng und Interesse an Ben White. West Ham 20 Millionen, 20,3 Millionen eher gesagt. 29 für Jerome Boateng von Arsenal. So, okay, bevor Arsenal jetzt Boateng holt, versuchen wir es selber nochmal. 29 bis 30 Millionen. Ja, kommt hin. Tauschspieler brauchen wir nicht dazugeben, denke ich mal. Weil ich glaube nicht, dass Bayern irgendeinen annimmt. Aber man kann es ja mal ausprobieren mit Thomas Meunier. Plus 17. Shinji Kagawa. Ne, Digga, könnte mich mal an die Füße lecken. Als ob der mal für euch spielen wird. Das wäre es ja jetzt. Modahut zu den Bayern. Man kann es ja mal ausprobieren. Plus ein Zehner. Sie wollen Modahut? Ja, so bekomme ich ihn wenigstens los. 10,7. Nehmen Sie an. Modahut bei den Bayern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay. Wenn wir dafür Boateng bekommen, ein guter Deal, weil wir haben genug Spieler fürs Mittelfeld. Da wollen wir auch ein bisschen auch aufräumen. Haben wir jetzt mit Dahut gemacht. Dann entweder Delaney will ich gehen lassen oder Witzel. Vielleicht aber auch beide, aber da müssen wir uns auf jeden Fall was holen. Nein, mehr holen. Wir bieten ihm mal Rotation an. Er will direkt Schlüsselspieler, okay. Ja, egal, scheiß drauf. Er ist schon Schlüsselspieler mit der Gesamtstärke, die wir jetzt haben. 5 Jahre ist er drauf. Was sagst du dazu, Jerome? Ja, wenigstens 4 Jahre. Das geht doch voll klar. Bis er 35 ist. 4 gute Jahre für BVB machen. So unwahrscheinlich finde ich das jetzt nicht eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in echt auch vielleicht zu Dortmund wechselt, ablösefrei. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass er in Deutschland bleibt. So, packen wir ihn doch direkt mal in die Startformation. So, und da kommen wir auch zu unserem ersten Bundesligaspiel. Da es nur gegen Augsburg ist, würde ich das Ganze noch simulieren. Den würde ich den spielen lassen. Ja. So würde ich es mal angehen. Bloß, dass ich dann da noch Jerome Boateng reinstellen möchte. Da habe ich es vergessen bei der Aufstellung. Das muss ich nachher noch machen. Sagadou kommt nochmal rein für Morel. Machen wir eine Schnellsimulation. Und gewinnen das mit einem 3:0. Einmal Jadon Sancho, Marco Reus und Thorgan Hazard. So, wir haben ein Transferangebot für Thomas Delaney bekommen. Und da gehen wir direkt in die Verhandlung rein. Da können wir vielleicht nochmal so 2-3 Millionen nochmal gut machen. Haben wir 32,7, damit wäre ich auch schon zufrieden. Das nehmen sie an.
Und damit ist Thomas Delaney nach Lazio Rom verkauft. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Mittelfeldspieler. So, als neuen Mittelfeldspieler habe ich mir eigentlich Maximilian Arnold rausgesucht. Aber ich sehe hier gerade, die Mannschaft wird diesen Spieler nicht verkaufen, da er zu wichtig für diesen Club ist. Müssen wir mal in den nächsten Wochen nochmal reingucken, ob das immer noch da steht. Dafür aber können wir aber jetzt nochmal versuchen mit Baku, der könnte zum Beispiel auch noch im Mittelfeld spielen. Versuchen zu. Ja, wird diesen Club nicht verlassen, da er zu wichtig für diesen Club ist. Ja, eigentlich können wir es jetzt nur nochmal mit Klostermann nochmal probieren. Ah, okay, sie wollen mindestens 35,7. Okay. Deswegen haben sie nicht angenommen. 33,2, das ist doch ein prima Angebot. So, das nehmen die auch an. Und jetzt gehen wir in die Verhandlungen mit Lukas Klostermann. Somit hätten wir dann noch einen Deutschen. So wie es uns der Vorstand gesagt hat, wir sollen mindestens zwei Deutsche holen. Und damit hätten wir jetzt auch noch einen Deutschen. Und deswegen wollte ich als zweiten Deutschen noch Maximilian Arnold holen. Deswegen ist er so mein Favorit. 4 Jahresvertrag für Lukas Klostermann. Aber warte mal. Wir haben ja mit Jerome Boateng, das ist mir gerade neu eingefallen. Jerome Boateng ist ja auch Deutscher. Hab ich ganz vergessen, dass wir den geholt haben gerade. Egal. Lukas Klostermann und Boateng. Aber trotzdem würde ich Arnold noch am liebsten haben. Plus 60.000, das nimmt er an. So, aber ich sehe ja gerade, dass er noch als Standardposition Innenverteidiger drin hat. Deswegen geben wir ihm mal kurz die Umschulung. Entwicklungsplan. Auf den Rechtsverteidiger. Das dauert zum Glück nur 2 Wochen. Gehen wir aber jetzt erstmal rein in das RB Leipzig-Spiel. In Leipzig. So, hier kommen wir auch schon zur Aufstellung von RB Leipzig. Ja. Angelinho Warum ist er so weit vorne? Der ist so Verteidiger. Okay, die wollen sehr defensiv spielen. So, und jetzt kommen wir zu unserer Aufstellung. Ach, by the way, auch gesagt, das ist jetzt das Debüt von Klostermann. Also sein erstes Spiel für Borussia Dortmund und das auch noch gegen seinen Ex-Club direkt. So, unsere Aufstellung eigentlich ziemlich offensiv. Mit 5 offensiven Leuten sogar. So, RB Leipzig mit dem Anstoß. Da kommt auch direkt der Fehlpass. Und dazu sei auch noch gesagt, trifft Boateng auf seinen alten Freund Hummels wieder zurück, mit dem er ja auch lange zusammengespielt hat. Oh, was ist da denn hier los? Marco Reus. Haaland. Aber der Ball ist noch heiß. Guerrero liegt da. Verpasst den Ball, der RB-Spieler. Sørloth. Hummels ist ein bisschen langsam. Klostermann muss drauf. Grätsche von RB Leipzig. Emre Can geht in den Zweikampf. Hummels. Grätsche. Guerrero. Die Grätsche von Hummels war sehr gewagt. Reus. Haaland. Klostermann ist frei. Kann durchlaufen. Gibt wieder Rück auf Haaland. Er schießt und Tor! Erling Braut Haaland mit dem 1 zu 0 in der 11. Minute. Ein frühes Tor. Schönes Ding. So, Leipzig wieder mit dem Anstoß. Ja, Gelegenheit für RB Leipzig. Hummels hat ihn. Guerrero. Gibt ihn noch schnell rüber auf Emre Can. Auf Kagawa.
Kagawa hat Platz. Sancho frei. Und sauberes Ding in den Winkel. 25. Minute. Jadon Sancho. Krass, wie RB Leipzig so ein schlechtes Stellungsspiel gerade hat in der Verteidigung, obwohl sie sehr defensiv spielen. Dass dann niemand den Jadon Sancho deckt, ist gewagt. Muss man sich auch mal trauen. Aber da sieht man mal, was passiert, wenn man diesen Jungen nicht deckt. 25. Minute, Jadon Sancho. RB wieder mit dem Anstoß hier. Sabitzer. Oh, gute Chance für Angelinho. Castells kommt raus. Und was machen die da? Oh, das war noch eine knappe Situation. Oh, das wird eine gelbe Karte für Emre Can. Ja, gelbe Karte. Unnötig. Unnötig, Emre. Letzte Aktion für RB. Für diese Halbzeit. Komm, Emre, drauf da. Boateng. Klostermann. Und weg damit. Halbzeit. Pause. Bis jetzt müsste ich höchstens Emre Can auswechseln. Dafür mache ich mal Witzel rein. So. Klostermann läuft durch. Läuft durch. Und macht selber, der will gegen seinen Ex-Club direkt ein Tor schießen. Klappt aber leider nicht. Ich hätte es ihm gegönnt. Konter von RB. Wird aber nichts. Oh, gut gesehen. Und Tor 3:0. Erling Braut Haaland mit dem Lupfer. Schön vorgelegt von Jinji Kagawa. Damit hat er seine Pflichten erfüllt. Jetzt kommt Julian Brandt für ihn. Anstoß. Jetzt erfolgt nochmal ein Wechsel. Der Kapitän geht runter. Dafür kommt Gio Reyna. Nun neuer Kapitän auf dem Platz. Mats Hummels. Schön rübergelegt auf Jadon Sancho. Der zieht jetzt ein bisschen so in die Mitte. Jetzt wieder auf Außen. Schade. Letzte Aktion, glaube ich, für RB. Ja, die gehen jetzt eher nach hinten. Und dann wieder nach vorne zu kommen. Eine Minute Nachspielzeit. Und damit ist das Ding durch. 3:0 Auswärtssieg für Borussia Dortmund. Man of the Match ist Erling Braut Haaland. Wir gehen direkt ins Interview. Boateng hat sein erstes Spiel für Dortmund tolle Leistung gezeigt. Wie fanden Sie das? Er kann noch mehr, würde ich jetzt so sagen. Super Leistung heute von Erling Braut Haaland. Ihr Kommentar dazu. Grandioser Auftritt von Haaland. Hätten Sie mit einem engeren Spiel gerechnet? Damit hätte ich nicht Kompliment an den Gegner. Ja, das war jetzt kein Problem. Ich danke Ihnen. So, und damit würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.